Mahlzeit und willkommen in Hugos Hirn. In diesem Video geht es, wie bereits in dem Einführungsvideo zu dem Format angekündigt, um das Thema Waffenrecht. Dieses Jahr gab es vor allem zu Anfang des Jahres sehr viel schlechte Presse. Da war ständig die Rede von Messerangriffen. Man hatte den Eindruck, wenn das alles so stimmt, was da in der Presse geschrieben wird, dann lauert hinter jeder Ecke so ein messerschwingender Wahnsinniger, der nur darauf wartet, dich abzustechen. Tja, Statistiken dazu gibt es nicht, die sind noch in Arbeit. Aber sehr vieles deutet darauf hin, dass das nicht so ganz richtig ist. Dass da einfach nur sehr viel über Messer auf einmal berichtet wurde und in Wahrheit genauso viele Straftaten mit Messern begehen werden wie sonst auch. Trotzdem wurde dann viel darüber diskutiert, ob der Paragraph 42a, der das Messerrecht regelt, dazu kommen wir gleich noch, verschärft werden soll oder nicht. Und dann ist das Thema jetzt erstmal eine Weile in Vergessenheit geraten. Jetzt aktuell wird es aber wieder ein bisschen diskutiert, weil das Messerrecht ganz allgemein verschärft werden soll. Also nicht nur was Messer angeht, sondern auch was Schusswaffen angeht und sonstige Waffen. Denn da hat sich am EU-Recht was geändert. Da muss das deutsche Recht nachziehen. Das ist noch nicht passiert, obwohl schon längst hätte passieren müssen. Also da kommen definitiv Veränderungen auf uns zu. In diesem Video soll es jetzt aber wirklich nur um die Messer gehen, weil nur davon bin ich auch persönlich betroffen. Deswegen mache ich mir auch nur dazu speziell jetzt erstmal Gedanken. Da bin ich mal egoistisch. Als Outdoor-begeisterter Mensch bin ich nun mal viel mit dem Messer draußen unterwegs. Und da ist es dann schon wichtig, dass mir das nicht einfach jemand wegnehmen darf, weil das Messer auf einmal plötzlich illegal ist oder irgendwas. Aber dazu kommen wir jetzt gleich im Detail. Also sehen wir uns erstmal die Regelung an, wie sie jetzt aktuell ist. Das lese ich mal ab. Auswendig habe ich das nicht gelernt. Tut mir leid. Seid nicht so enttäuscht von mir. Also, das Mitführen von Messern wird in § 42a geregelt des Waffengesetzes. Da heißt es, Absatz 1, es ist verboten, Anscheinswaffen, Hieb- und Stichwaffen nach Anlage 1, Abschnitt 1, Unterabschnitt, bla bla bla, oder Messer mit einhändig feststellbarer Klinge, in Klammern Einhandmesser, oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm zu führen. Absatz 2, Absatz 1 gilt nicht. Wäre lustig, wenn das Gesetz da enden würde. Nein, natürlich kommt da noch was. Also Absatz 2, Absatz 1 gilt nicht. Erstens, für die Verwendung bei Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen oder Theateraufführungen. Zweitens, für den Transport in einem verschlossenen Behältnis. Drittens, das Führen der Gegenstände nach Absatz 1, Nummer 2 und 3, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Weitergehende Regelungen bleiben unberührt. Absatz 3. Ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2, Satz 1, Nummer 3, liegt insbesondere vor, wenn das Führen der Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege, dem Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck dient. Selbstverteidigung in dem Zusammenhang ist übrigens kein anerkannter Zweck. Ist auch nicht allzu clever, sich mit einem Messer selbst verteidigen zu wollen, das geht meist nicht gut aus. Die Verschärfung, die vorgesehen ist, ist, glaube ich, diese Klingenlänge. Ne? Feststehende Klingen sollen 12 cm nicht überschreiten, auf 6 cm zu reduzieren und noch ein paar Messertypen zu verbieten. Butterflies zum Beispiel wurden ja schon vor einigen Jahren komplett verboten. Und noch irgendwie sowas. So genau weiß ich jetzt nicht, wie das verschärft werden soll. Aber ich finde, auch jetzt ist das eigentlich schon sehr streng, was man da darf und was man da nicht darf. Also was bedeutet das im Umkehrschluss? Der aktuelle Stand sagt einem Messer mit feststehender Klinge, die nicht länger ist als 12 cm, dürfen wir theoretisch erstmal überall hin mitnehmen. Aber auch da gibt es natürlich wieder Ausnahmeregelungen. Insbesondere gilt da das Hausrecht, wenn man jetzt auf irgendeiner öffentlichen Veranstaltung ist oder sowas, irgendeinem Konzert oder sowas. Natürlich sagt der Veranstalter da, Messer, gefährliche Gegenstände aller Art und sonst was, haben hier nichts verloren. Macht ja auch Sinn, ist okay, was soll man mit einem Messer auf einem Konzert? Da braucht man es wirklich nicht. Überhaupt kein Ding. Also insofern, das ist erstmal die gesetzliche Basisregelung und es gibt natürlich immer noch regional bedingte Ausnahmeregelungen. Es wurde jetzt häufiger auch schon an Bahnhöfen ein Messerverbot eingesetzt, also durchgesetzt, mal über ein Wochenende oder sowas, so versuchsweise. Da greift dann halt einfach das Hausrecht, das dürfen die jederzeit machen. Ja, also so viel zum rechtlichen Thema erstmal. Aber warum ist das Ganze überhaupt so ein Thema? Was ist daran so wichtig? Warum wurde darüber so viel diskutiert? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer da was von hat. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, gerade wenn man sich angeguckt hat, aus welcher Ecke da manchmal irgendwelche Panikmache kam, dass es da gerade mal wieder die rechten Gruppierungen sind, die da versuchen, irgendwelche Ausländer generell zu kriminalisieren oder so. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, wer da was von hat. Mir ist es letztlich auch völlig egal, wer warum ein Messer dabei hat. Aber sobald jemand ein Messer benutzt, um einen anderen Menschen oder ein Tier oder so damit zu verletzen, der begeht sowieso eine Straftat. Also, da braucht es nicht erst irgendwie ein Führungsverbot oder so von Messern. Und da braucht es eigentlich auch kein Gesetz für, dass man sagt, es ist illegal, einen anderen Menschen mit einem Messer oder sonst einem Gegenstand zu verletzen. Aber gut. Letztlich sollte sowas schon im Gesetz drinstehen. Aber es sollte selbstverständlich sein, dass man das nicht tut. Fest steht jedoch, dass wenn das Waffengesetz verschärft wird, insbesondere in Bezug auf Messer und auch so wie es jetzt ist, betrifft uns das alle. Wieso alle? Was soll jemand irgendwie mit einem Messer? Was juckt mich das, dass jemand ein Messer mit sich rumträgt? Der hat doch wahrscheinlich sowieso schon nichts Gutes vor, wenn er ein Messer mit sich rumträgt. Der hat auch nicht mehr alles stramm. Naja, also jeder von uns hat einen Haufen Messer zu Hause. Ja. Und viele davon sind mit Sicherheit auch sehr gefährlich. Viele davon sind mit Sicherheit auch feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, von was ich da rede, der soll mal kurz auf Pause machen und in die Küche gehen. Ja, also man stellt sich jetzt vor, man geht in den Laden, man kauft sich ein neues Fleischmesser, so ein schönes großes Teil, 20 cm lang oder größer, packt das in den Rucksack, fährt damit nach Hause, wird am Bahnhof kontrolliert und der Polizist hat einen schlechten Tag und sagt, also ein berechtigtes Interesse sehe ich da jetzt nicht, dass du das Messer mit dir führen darfst, das nehme ich dir jetzt erstmal ab. Das ist halt relativ schwammig, es ist Auslegungssache, dieses berechtigte Interesse. Klar, so ein paar Beispiele stehen da, warum man ein berechtigtes Interesse vielleicht hat. Und wenn man ein verpacktes Messer hat mit Kassenbon und so weiter, ja. Aber letztlich ist das eigentlich Auslegungssache. Aber wie gesagt, auch da wird jetzt die Verschärfung des Waffenrechts nicht viel dran ändern. Das ist halt eine Sache, die einen jetzt schon eigentlich einschränkt, je nachdem, was für ein Messer man da mit sich führen möchte. Bei der Verschärfung wären dann vielleicht auch Omi und Opi betroffen, die auf der Zugreise ein Messerchen dabei haben, um sich einen Apfel zu schälen oder sowas. 6 cm ist schon keine allzu lange Klingenlänge. Und da ist dann auch die Frage, was soll das? Warum wird da jeder unter Generalverdacht gestellt? Ja, also Stichwort Generalverdacht. Man hat da so ein bisschen den Eindruck, da wird ein Bild vermittelt. Ein Messer ist eine Waffe, immer, grundsätzlich. Und wer eins dabei hat, der ist gefährlich. Das ist ein potenzieller Straftäter, jemand, der vorhat, Menschen zu verletzen, zu überfallen oder sonst was. Aber das ist ja nun mal totaler Blödsinn. Auch der Umkehrschluss ist übrigens Blödsinn. Man kann nicht einfach sagen, wer Böses vorhat, der hat auch ein Messer dabei. Da gibt es eine Mitteilung, von wem war das? Genau, das Landeskriminalamt hat 2017 da mal eine Studie zu vorgelegt, zu Raubüberfällen. Also allgemein bei Straftaten wird dokumentiert, war ein Messer irgendwo dabei. Heißt noch nicht mal, wurde das Messer benutzt für die Straftat, sondern hatte jemand, der beteiligt war, vielleicht auch bloß ein Zeuge oder so, ein Messer dabei. Das dokumentiert die Polizei. Ja, und da war es so, 2017 bei Raubüberfällen war gerade mal bei 2,8% der Raubüberfälle ein Messer dabei. Was ist das denn? Das ist nix. Ja, also selbst Leute, die Böses vorhaben, haben noch nicht mal unbedingt ein Messer dabei. Und Leute, die ein Messer dabei haben, haben noch lange nicht irgendwas Böses damit vor. Also was mich halt sehr stört bei der ganzen Diskussion ist einfach, dass ein Messer da allgemein als Waffe dargestellt wird. Ich habe da jetzt keine Statistiken für, die das genau belegen, aber ich gehe mal so davon aus, über den Daumen gepeilt, 99% aller Messer, die in Umlauf sind, sind Werkzeugmesser, die in der Küche benutzt werden, zum Arbeiten benutzt werden, für irgendwas. Und nur ein verschwindend geringer Bruchteil von Messern ist als Waffe konzipiert. Klar, es gibt Waffenmesser, es gibt in Armeen Kampfmesser. Aber wer hat schon ein Kampfmesser zu Hause? Auch ich habe kein einziges. Alle Waffen, die ich habe, sind keine Waffen. Seht ihr, das macht einen schon ganz kirre, diese Diskussion. Nein, alle Messer, die ich habe, sind Werkzeugmesser. Jedes einzelne. Ich besitze kein Waffenmesser. Und ich wüsste auch nicht, warum ich eins brauchen sollte. In dem Zusammenhang würde mich mal eine Statistik interessieren, bei Straftaten, wo ein Messer im Spiel war. Was war das für eine Art von Messer? Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein großer Prozentsatz davon eben diese Proleten-Angebermesser sind, irgendwelche Springmesser, die sowieso schon illegal sind. Ja. Also das Land NRW hat, glaube ich, vor, wenn die jetzt demnächst dann mit vernünftigen Messerstatistiken anfangen, auch wirklich zu gucken, was ist das für eine Art von Messer. Irgendwo habe ich das gelesen, Links sind in der Videobeschreibung. Und ich finde, das ist eine wesentlich interessantere Frage. Ich glaube, sehr viele Messer, die irgendwo bei Straftaten benutzt werden, sind sowieso schon illegal. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein großer Prozentsatz zu lang ist, einhändig zu öffnen ist, vielleicht sogar ein Butterfly ist, was man nicht mal mehr besitzen darf oder sonst irgendwas in der Richtung.
dann sind wir mal ehrlich, jemand, der so skrupellos ist, ja, mit einem Messer auf andere Menschen loszugehen, der wird wohl kaum vorher zu Hause am Regal stehen und sich überlegen, welches Messer nehme ich denn für die Stecherei? Das da, nee, das ist zu lang, das darf ich ja gar nicht tragen. Das, nee, auch nicht, das ist ein Springmesser. Ah, hier, das Schweizer Taschenmesser. Ich nehme das Schweizer Taschenmesser mit zur Messerstecherei. Wer glaubt denn sowas? Was versuchen einem die Medien und die Politik da zu erzählen? Also wer so skrupellos ist, verzweifelt ist oder sonst irgendwas, dass er ja, billigend in Kauf nimmt, andere Menschen zu verletzen, um das zu erreichen, was er möchte, der findet immer Mittel und Wege. Der beschafft sich illegal eine Waffe oder der nimmt irgendeinen gefährlichen Gegenstand, der legal ist. Es gibt auch so viele Sachen, die auch schon für Straftaten benutzt worden sind. Hämmer, Äxte, Kettensägen, die Liste könnte man endlos fortsetzen. Wo nie darüber diskutiert wird, darf man sowas überhaupt mit sich tragen. Da wird gesagt, das ist ein Werkzeug, das wurde zweckentfremdet, fertig. Und das ist bei den meisten Messern auch so. Ich meine, wo soll denn das letzten Endes hinführen? Sollen wir alles verbieten, was irgendwie gefährlich ist? Sollen wir uns alle in Watte verpackt durch die Welt bewegen? Ich finde, da ist so eine Sache, die da mitklingt in der ganzen Diskussion, die schon wieder so typisch ist für die Politik. Da wird wieder nur auf Symptome geguckt. Da wird einfach nur geguckt, ja, da hat jemand anderen überfallen und der hat ein Messer benutzt, also sind Messer schuld. Naja, nee. Das ist halt ein altbekanntes Phänomen in der Politik und auch in den Medien, dass da nur auf Symptome geguckt wird. Keiner stellt die wirklich wichtigen Fragen. Fragen wie, was hat den Menschen dazu gebracht? Warum ist der so verzweifelt, dass der auf andere Menschen losgeht? Dabei in Kauf nimmt jemand schwer zu verletzen oder sogar zu töten. Das ist die wichtige Frage. Was ist passiert mit dem Menschen? Keiner wird so geboren, dass er sich denkt, oh, ich werde mal Massenmörder, wenn ich groß bin. Ich glaube, das ist keine häufige Antwort im Kindergarten, wenn man Kinder fragt, was sie mal werden wollen, wenn sie groß sind. Die wichtige Frage ist, was treibt Menschen dazu, sowas zu tun? Nicht, was für eine Waffe, was für einen Gegenstand hat er benutzt, um den anderen zu verletzen. Das ist Blödsinn, das ist Augenwischerei und führt nicht zum Ziel. Wir müssen an der Wurzel ansetzen. Wir müssen gucken, was läuft falsch? Was treibt Menschen dazu, sich so zu verhalten? Wenn man mal in die öffentlich online einzusehenden Kriminalstatistiken guckt, ich habe das mal so grob überflogen, dann gewinnt man den Eindruck, dass, müsste ich nochmal genauer nachgucken, werde ich auch noch irgendwann machen, wird ein eigenes Thema, dann gewinnt man den Eindruck, dass mindestens 50% aller Straftaten direkt oder indirekt finanziell bedingt sind. Der eine hat vielleicht wirklich nicht genug Geld zum Leben, lebt auf der Straße oder sonst was, oder muss seine Drogensucht finanzieren oder sowas. Es geht fast immer ums Geld, bei sehr vielen Straftaten. Man muss dafür sorgen, dass es Menschen so gut geht, und zwar allen Menschen, dass sowas einfach nicht mehr vorkommt. Dass keiner mehr loszieht und irgendwen anders überfällt oder so ein Scheiß. Das ist das, was wir machen müssen. Nicht alles Mögliche verbieten. Also was bleibt als Fazit zu sagen? Erstens und als wichtigstes eigentlich, Messer sind Werkzeuge, die leider oft als Waffe missbraucht werden. Zweitens, ich halte es für sehr zweifelhaft, dass eine Verschärfung des Rechtes dafür mehr Sicherheit sorgt. Da muss man wirklich mal gucken, wie viele Waffen waren denn tatsächlich legal zu führen, die für Straftaten benutzt werden. Wer Straftaten begeht, der findet immer irgendwie Mittel und Wege, sich auch auf illegalem Wege irgendwelche Waffen dafür zu beschaffen. Das sollte da nicht so das Problem sein. Dann ebenfalls natürlich sehr wichtig der Punkt, das ist wieder nur Symptomatik, über die da gesprochen wird. Das führt nicht zum Ziel. Wir müssen nach den Ursachen forschen. Wir müssen gucken, was treibt Menschen dazu an, sowas zu tun. Ja, also so viel von mir. Würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt, ob ihr euch persönlich betroffen fühlt, ob ihr sagt, nee, eine Verschärfung ist auf jeden Fall sinnvoll, Messer sind total gefährlich, man braucht die nicht mit sich rumtragen und Messer sind Waffen. Keine Ahnung. Wie gesagt, wie ihr das seht, könnt ihr gerne schreiben oder wenn ihr sehr, sehr viel zum Thema zu sagen habt, könnt ihr auch gerne Antwortvideos posten. Es gab natürlich auch schon jede Menge Videos von verschiedensten Outdoor-Leuten hier auf YouTube zu dem Thema, als es noch aktueller in der Presse war als jetzt. Also wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, mit mir und miteinander über das Thema zu diskutieren in den Kommentaren und über Videos. Aber wie in dem Format Vorstellungsvideo, das könnt ihr euch zur Not nochmal angucken, wie ich da gesagt habe, beachtet da natürlich entsprechende Benimmregeln, seid höflich im Umgang miteinander, seid sachlich
Ne? Also wer beleidigen wird, der hat deswegen noch lange nicht recht. Gut, also einige Links zu dem Thema findet ihr in der Videobeschreibung, wie gesagt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.